1. Juni 2017, wir sind wieder zusammen im Muster Biogarten und heute geht es um die frühen Kulturen, also alles, was man vor den Eisheiligen pflanzt und sät. Genau. Ralf. Ja genau, weil wir haben ja die Vorbereitungen, haben wir ja in Videos festgehalten, hast du alle irgendwo verlinkt. Und da sich so ein Garten ja eigentlich prinzipiell erstmal in zwei große Teile teilt, das ist einmal die Sachen, die vor den Eisheiligen passieren und einmal die Sachen, die nach den Eisheiligen passieren. Heute in diesem Video alles, was vor den Eisheiligen so im Garten zu säen und zu pflanzen ist. Bleiben Sie mal dran. Irgendwann hat die Natur dann wirklich losgelegt und alle, das, also man sieht das sehr gut immer an den Beerensträuchern, die Himbeeren, die Josterbeeren, die Erdbeeren, auch die Walderdbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren, alles kommt raus. Ich lasse dann ja auch, ist ja ein Biogarten, ich lasse zum Beispiel immer die Taubnesseln blühen, die sind voll mit Hummeln. Also würde ich jedem empfehlen, die einfach im Frühjahr blühen zu lassen. Gibt vielleicht ein bisschen mehr Unkrautsamen, aber ich denke, das ist es wert. Sascha, du bist der Fachmann. Du betreibst selfbio.de. Du bist der wesentlich größere Fachmann als ich. Das sagst du, das sagst du. Das ist. Ich kann dir nur was aus der Praxis erzählen. Nee, jetzt, sag mal, was kann man alles vor den Eisheiligen machen? Eine ganze Menge. Wobei in diesem Jahr sind wir auch relativ spät mit einigen Sachen wegen diesem Projekt hier. Die Beete waren ja erst spät fertig und so. Normalerweise hätte ich im Ende Februar schon die Saubohnen im Boden gehabt. Und vielleicht so die Möhren, so ganz frühe Sachen unter Vlies, alles im Freiland. Wir haben ja erst, ja, wann war das? Ende März, Anfang April angefangen. Und deshalb, ja, im nächsten Jahr zeigen wir dann die Kulturen, die ganz früh. Ich weiß, du machst das nicht so gerne, die ganz frühen Sachen? Nee, bis auf die Bohnen. Ich orientiere mich eher so an den Landwirten. Also man kann vielleicht Möhren schon im Februar in die Erde tun. Bei uns ist kein Landwirt, der im Februar eine Möhre in die Erde tut. Wenn die das tun, dann sollte das die richtige Zeit sein. Aber das ist meine persönliche Angelegenheit. Das ist genau dasselbe mit den Kartoffeln. Aber wir sollten vielleicht eine Sache noch vorher sagen. Müssen ja nicht alle wissen, was die Eisheiligen sind. Wann sind die Eisheiligen überhaupt? In der Regel Mitte Mai. Mitte Mai. Warum nennt man die Eisheiligen? Weil das so die spätesten Termine sind, wo man sagt, hier können noch Boden- und Nachtfröste kommen. Genau. Wobei bei dem Wetter im Moment, es kann, wenn man Pech hat, auch noch später kommen. Es kann auch noch früher kommen. Ja, über die vielen 100 Jahre der Wetteraufzeichnung sind die Eisheiligen die Daten, wo spätestens nochmal Frost auftauchen kann. Danach gibt es eigentlich keinen mehr. Und da Pflanzen gibt, die Frost nun mal nicht abkönnen. Es gibt welche, die gehen schon bei 5 Grad minus ein. Paprika. 5 Grad plus ein. Paprika zum Beispiel. Ja, die brauchen nicht mehr Frost. Also alles, was frostempfindlich oder kälteempfindlich ist, die kommen dann danach raus. Das haben wir das also geklärt. In welcher Reihenfolge bist du vorgegangen jetzt in deinem Garten? Im ersten Beet, das hat dann angefangen mit den Möhren. Die habe ich gesät. Sind nicht ganz so gut aufgegangen dieses Jahr. Warst du vielleicht zu früh? Hatte ich vielleicht das falsche Saatgut? Ja, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, dann liegt es am Saatgut. Ja, weiter geht's mit den Radieschen. Die Mairüben habe ich als Pflanzen bekommen. Pastinaken, Sellerie, Zwiebeln. Lauchzwiebeln habe ich auch in dem ersten Beet drin. Spinat, Rucola und Salatpflänzchen. Der Spinat ist eine der wenigen Sachen, die entweder ganz, ganz früh gemacht werden sollten, oder schon im Herbst des letzten Jahres. Oder man verwendet so eine Sommerspinatsorte wie du letztes Jahr. Aber ja, da gibt es mal ein Video, hat der bestimmt unten verlinkt. Da gucken Sie sich das Ergebnis mal an. War nicht so toll, ne? Nee, war nicht so toll. Also, was die Saatgutindustrie da so verspricht, ist auch nicht immer das. Oder ich bin zu doof dafür. Das kann ja auch sein. Man weiß es nicht. So, dann hatte ich die ganzen Zwiebeln. Das sind Blauchzwiebeln, vorgezogene Gemüsezwiebeln. Normale Steckzwiebel, Stuttgarter Riese oder sowas und Schalotten. Die Kohlpflanzen. Wann würdest du die raussetzen? Die habe ich jetzt Mitte April, weil Kohl kann ein bisschen Kälte ab. Die waren vorgezogen, waren kräftig und ich habe die ja nicht in der Wohnung bei 30 Grad angezogen, sondern die hatten es recht kühl da. Ja, Kohl kann man ein bisschen früher machen. So zur selben Zeit dann. Anfang Mai, Ende April, das ist die Zeit, wo ich die mal mache. Was ist mit Kartoffeln? Kartoffeln, ja. Die sind ja,
wenn sie in der Erde sind, sind sie ja nicht frostempfindlich. Das Laub ist aber frostempfindlich. Wann würdest du das machen? Oder ja, das haben wir ja gemacht, das Kartoffelspecial mit der Nadja. Das war Ende April. Ich glaube, der 27. April war das dieses Jahr. Wir hatten lange gewartet. Eigentlich hätte ich sie gerne früher drin gehabt. Aber das war dieses Jahr ja extrem mit dieser Spätfrostperiode, wo so viele Sachen in Gärten kaputt gegangen sind. Ja, ich denke, Ende April ist eigentlich ein guter Zeitpunkt. Ja, so, dass wenn das Laub rauskommt, die Eisheiligen vorbei sind. Ja, darauf haben wir diesmal nicht gewartet, denn es war ja schon so vorgekeimt. Wir haben es einfach riskiert. Ist gut gegangen. Ist gut gegangen und selbst wenn die leicht einen abkriegen mit dem Frost, das hat man jetzt in einigen Gärten wohl auch gesehen, die erholen sich wieder. Also die sind nicht ganz tot dann. Ja, muss aber nicht sein. Muss nicht sein, nein. So, was haben wir noch? Ja, wir haben mit Salaten, können die vor... Das kommt immer auf die Sorten an. Es gibt ja sogar Winterkopfsalate, die kannst du auch im Februar raussetzen und ein bisschen Vlies drauf tun. Das muss nicht mal ein Frühbeet sein. Aber die ganz normalen Kopfsalate, die kamen bei mir als Pflänzchen dann auch Mitte, Ende April. Und bis jetzt hat es gut gegangen, trotz Frösten. Was auch noch raus kann, sind Erbsen. Aber da gibt es verschiedene Sorten. Es gibt Markerbsen und wie heißt die andere? Zuckererbsen, ja, nee, Palerbsen. Palerbsen, Markerbsen und Palerbsen. Die Markerbsen, das sind da die ganz bleiben, die nachher trocken sind, wo du eine Suppe draus machen kannst. Die sollen etwas frostempfindlicher sein, habe ich zumindest in diesem Jahr festgestellt. Die Reihen sind nämlich gar nicht aufgegangen. Die Palerbsen, die sind besser gewesen. Legen Sie mich nicht fest. Auf jeden Fall eine Sorte, die funktioniert nicht so gut. Aber man kann sie auch vor den Eisheiligen raustun. Also ich habe nur zwei Sorten, die Zuckerschoten und das andere ist eine Kapuzinererbse. Für die war es eigentlich Anfang April schon zu spät. Die hätte ruhig einen Monat früher gekonnt. Sind aber ganz gut aufgegangen, immer Lücken dazwischen. Aber ich bin eigentlich zufrieden. Ganz anders, die Puffbohnen, also die dicken Bohnen, die hätte ich gerne 2 Monate früher im Boden gehabt, aber ging dieses Jahr halt nicht. Das ist, je früher die aufgehen, desto geringer die Gefahr, dass die schwarze Bohnenlaus da größere Schäden anrichtet. Ich habe die Bohnenlaus jetzt dran, habe Fotos gemacht. Hast du schon was dagegen unternommen? Nö, das ist, der Befall ist nicht so schlimm, dass ich denke, dass ich was gegen tun muss. Wir werden im nächsten Experiment zum Thema Läusebekämpfung machen. Gibt es auch ein extra Video von. So, dann hattest du mir bei deinem letzten Besuch, habe ich mich total darüber gefreut, von deinen Gemüseschutznetzen was mitgebracht, wo dich immer alle fragen, wo kann man die kaufen? Kriegst, glaube ich, 100 E-Mails im Monat. Auf deiner Seite. Und 100 Mal antworte ich darauf. Auf meinem Blog in den Links ganz unten ist der Hersteller oder der Verkäufer ist angegeben. Da können Sie die in 100 Meter Rollen oder was man sich auch 500 Meter Rollen erwerben. So, ja. Für meine Beetbreite waren die leider zu schmal. Die Sachen. Du hast ja 2 Meter gewählt. Ich habe ja auf 1,20, 1,30 ausgerichtet. Genau. Also habe ich ein anderes Konstrukt gemacht. Ich habe hier erst Metallstangen in den Boden gesteckt, dann so Plastikschläuche drauf, die aber nicht komplett über das Beet gehen und dann so ein Flex-Kabelschlauch. War lustigerweise alles noch in dem Garten drin, habe da nichts neu kaufen müssen. Nee, das hast du gut gemacht, das gefällt mir da. Und dann musste ich natürlich auf die komplette Breite kommen, habe die zerschnitten, habe erstmal die Seitenteile vorne und hinten die Stücke geschnitten und dann mit Kabelbindern festgemacht. Und später 2 Bahnen, die über dieses 2-Meter-Beet drüber gehen, etwas länger natürlich. Gut, ich musste dann ja die Stücke entsprechend wählen, dass die über das gesamte Beet gehen, also mehr als 2 Meter. Ich habe eine gewisse Höhe von ca. 1 Meter gewählt, auch keinen kompletten Rundbogen, weil warum soll das in der Mitte so hoch sein und an den Seiten dann niedrig? Ich muss das ja irgendwie zusammenkriegen. Ich habe das einfach mit kleinen Kabelbindern zusammengenäht. Hält ganz gut. Und das Ganze an den Seiten dann noch an die, wie wird es das nennen? Diese Stangenschläuche dann festgemacht und mit Eisenstangen von beiden Seiten dann beschwert, dass ich von einer Seite auch noch einfach da rein kann, um zum Beispiel Ackerwinden zu rupfen. Noch sehen wir ja keinen Kohlweißling, aber das kann ja sich schnell ändern.
Wie soll der da reinkommen? Nein, ich sag, man sieht so noch keinen. Ach so. Bisher wären ja, doch, die Pflanzen, ich habe die schon gesehen. Ich habe die schon gesehen, ja. Also im Gewächshaus habe ich jetzt schon an den Kohlrabi schon Raupen gefunden. Ja, also ich denke, wenigstens mit dem Kohlweißling werde ich dieses Jahr nicht die Probleme haben. Ich mache dir gönnen. Ja. Ja, ich bin ja ein generöses Kerlchen. Ja. Das hast du mir auch das Netz geschenkt. Ja, genau. Was hast du an Arbeiten noch in der ganzen Zeit gemacht? Also es ist ja relativ moderat mit dem Unkraut. Ja, immer mal wieder ein bisschen rauszupfen. Ich sammle das auch nicht, weil das ja noch relativ klein ist. Ich schmeiße das dann direkt neben die Pflanzen. Was ich gemacht habe, gut, ich habe ein paar Gitter an die Erbsen gesetzt, die wahrscheinlich nicht hoch genug sind, aber ist mir in diesem Jahr auch ganz egal. Das wird auch sowas. Ich habe mit dem Rasenschnitt der Nachbarn gemulcht. Das hat sich gerade in dieser Trockenperiode jetzt bewährt. Also ich musste viel weniger gießen. Dann habe ich mal ein paar Brennnesseln. Du hast aber gegossen. Ich habe gegossen und zwar fast jeden Tag. Apropos Wasser. Wo kommt eigentlich bei dir das Wasser her? Du hast keinen Wasseranschluss hier, du hast aber trotzdem Wannen voll Wasser da stehen. Genau, das ist total praktisch hier. Wir haben hier hinter dem Wald, da ist ein kleiner Ententeich. Und das wird gespeist aus einer Quelle. Und ohne Pumpen, einfach nur mit dem Wasserdruck, weil der 2 Meter höher liegt, laufen hier Schläuche durch den Boden und versorgen die Gärten. Das heißt, ich kann jetzt meinen Schlauch da einfach diesen Unterschied, diesen Höhenunterschied ganz ausnutzen, damit das Wasser darüber läuft. Und das Wasser fließt. Das ist sehr praktisch. Wie lange bist du denn jeden Tag mit Gießen hier beschäftigt? Also wenn ich wirklich mal alles gießen sollte, und ich gieße nicht alles, gieße eigentlich nie die Zwiebeln und ich gieße nie die Kartoffeln, das sind ja schon mal fast 2 Beete, die wegfallen, dann bin ich eine Viertelstunde beschäftigt. Alles mit der Kanne oder? Mit der Kanne. Mit der Kanne. Das ist mir auch lieber, also zu Hause mache ich das mit dem Schlauch. Ich kann da sehr schlecht die Wassermenge abschätzen. Und hast du schon irgendwie nachgedüngt mit Brennnessel? Du hast gesehen, du hast Brennnessel ja auch angesetzt. Hast du schon nachgedüngt? Oder empfiehlt sich das erst später im Jahr? Ich habe, weil die Gemüsezwiebeln sind nicht so gut gewachsen, die vorgezogen sind, auch viele eingegangen. Die habe ich mal mit der Brennnesseljauche gedüngt und die Erdbeerpflanzen, weil ich die ja umgesetzt hatte dieses Jahr, die eh schwach sind. Aber bis ansonsten noch nicht, das kommt später. Das kriegen die Starkzehrer, kriegen was und mal gucken, wer es braucht. Hast du noch irgendwelche anderen Probleme, die dir in diesem Frühjahr jetzt bis zu den Eisheiligen begegnet sind? Wir können es kurz ansprechen. Wir wollen ja ein extra Video über Schädlinge machen. Also ich sehe schon, wir werden Probleme mit Wühlmäusen kriegen. Die ganzen Suchgänge, man sieht es. Vorne an den roten Beeten sieht man jetzt auch akut, dass eine Pflanze umgefallen. Wir haben den Wurzelbohrer drin. Beim Salat. Beim Salat. Die Erdflöhe bei den gesäten Kohlpflanzen, sowas wie die Radieschen hier und die schwarze Bohnenlaus. Und Tauben. Tauben haben hier eine ganze Charge kleine Kohlrabis weggefressen. Kommen aber wieder. Ja, Ralf, du kriegst ja manchmal zu hören, ja, weil du nicht alles selber vorziehst, bist du kein wirklicher Selbstversorger. Ja. Kommt schon mal vor, ja. Ne? Aber in dem Moment, guck wenn... mal, hier rein, da raus. Ja, aber darum geht es ja nicht. In dem Moment freue ich mich immer, dass es Gärtnereien gibt. Also in dem Moment, wenn der Frost was weggeholt hat, die Schädlinge, ich freue mich, dass ich in Gärtnereien gehen kann und mir einfach mal 12 neue Kohlrabi-Pflanzen holen kann. Genau, man kann auch nicht alles selber machen. Das, nein. Muss auch nicht. Also man könnte es mit sehr viel Planung, aber man hat ja noch was anderes außer dem Garten. Genau, man hat noch was anderes. Man sitzt zum Beispiel manchmal da und muss Filme machen. Ja, auf einer dreckigen Bank, die du auch mal putzen könntest. Ich muss die putzen, denn du bist dein Garten das hier. Das hat jetzt aber gedauert. Mein Gott, das ja, hat gedauert. Er reicht schon, wenn ich hier in der Erde buddeln muss und gleich muss ich bestimmt noch Unkraut jäten. Da habe ich nichts anderes zu tun. Also beim nächsten Mal bitte mit Polster hier, ja? Mal sehen. Kriegst einen Heuballen. Ja. Das ist natürlich. Kannst du dann später zum Mulchen benutzen.
Und da die ganze Geschichte hier mit dem Bio-Mustergarten, ja ein Gemeinschaftsprojekt ist mit von Sascha und Selfbio und mir und seinem Kanal. Wenn das Video auf meinem Kanal erscheint, mache ich die Moderation, die An- und Absprache. Das erscheint auf deinem Kanal. Also los! Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen an Infos oder an Impressionen. Okay, Ralf, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Jetzt pass auf. Ja, tu einfach so, als würde das stehen. Mach hin. Abonnieren, liken, wenn es euch gefallen hat. Weiterempfehlen. Weiterempfehlen und... Und die Amazon-Links unten benutzen. Ich habe keine. Du hast keine? Nein, ich habe keine. Wird noch kommen. Weiß ich noch nicht. Nächstes Video gibt es wieder auf seinem. Worum wird es da gehen? Ja, als Ausblick, dann kommt das nächste Thema an. Alles, was nach den Eisheiligen passiert, die frostempfindlichen Pflanzen. Gib mal ein Beispiel. Bohnen, Tomaten, Zucchini, also all die feinen Sachen, die in jede Küche gehören. Das wird dann Thema des nächsten Videos sein. Was wir im Anschluss jetzt noch drehen, stimmt's? Ja, wenn die Akkus noch halten. Also, ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.